Ja, hi und willkommen. Mein Name ist Daniel P. Oh, und ich bin Metal Mario Master. Und wir begrüßen euch zurück zu Raft. Boah, geil. Raft. Wir haben eine Insel gesehen und jetzt fahren wir irgendwie im Rückwärtsgang. Ja, es ist passiert. Wir verlieren die Insel hin und wieder mal. Okay, ja. Ist Holz. Daniro hat etwas zu sagen. Was hast du denn zu sagen? Ich habe mich ein bisschen schlau gemacht um eine Sache. Ach, da ist die Insel. Und da stand irgendwie, weil nicht. Ich habe mal geguckt, wie man hier irgendwie an so besonderen Inseln herankommt. Also an so Story-Inseln oder irgendwie so weit. Ne? Anscheinend nennt man die Story-Insel hier, das Schiff und so was alles. Ja. Und dann hat alles hier was mit dem, mit diesen Dingen ja zu tun, mit diesem Receiver und den Empfänger. Und zwar, da kann man ja so einen Code eingeben. Und je nachdem, was für einen Code man eingibt, so wie ich dann verstanden habe, jeder Code, den man hier eingibt, tut sozusagen eine Insel spawnen. Da hinten ist noch eine Gruppe. Wir laufen gerade an eine sehr großen Insel. Da ist eine sehr große Insel auf unserem Weg gerade. Ja, musste hier eben erstmal ein Highblatt machen. Okay. Oh ja, und ja, oh ja, ich sehe die große Insel. Und ja, jedes Mal, wenn man hier so einen Code eingibt, dann spawnt man sozusagen die Insel in die Welt. Das heißt, der Grund, warum wir das Schiff gespawnt haben, ist, weil ich hier die ganze Zeit diesen Code stehen habe. Und deswegen sind wir, glaube ich, auch zweimal über die gestolpert, weil ich den Code eingegeben habe, ist sie sozusagen in die Welt gespawnt. Und um andere Inseln irgendwie freizuschalten, müssen wir erstmal einen Code eingeben. Und deswegen wollte ich jetzt erstmal hier um das Tagebuch hier ein bisschen rumblättern. Weil den letzten Code habe ich auch irgendwie da herbekommen. Und übrigens, wir sind gleich schon an der Insel. Ich sollte mal eben den Anker lichten. Ja. 6543 2976. Aber das ist nicht der Code, den ich eingegeben habe. Ich fange jetzt erstmal an, unsere Ananas zu ernten. Ananas. Jetzt mal gucken, wie alles gesponsert durch Ananas. Die Zutat lautet Ananas. Ich glaube, man kann auch mehrere Codes hier eingeben. Aber irgendwie nicht. Wo ist denn dieser Schalter hier? Müssen wir mal wieder gucken, wie hat hier Nummer wechseln. Ach so, Nummer. Ich bin blöd. So. Dann gebe ich glaube, da ganz oben ist schon ein Handelsposten. Dann gucken wir mal, was ich hier so finde. Radio Tower, da waren wir auch schon, glaube ich. Erstmal müssen wir einen Code finden, der uns zur neuen Insel bringt. 6543, das habe ich. Das ist das von der Yacht, glaube ich. Von der Yacht? Ja, 6543, weil das ist der Code, der ist schon die ganze Zeit hier drin. Okay. Und da ist der. Ich fange mal an, hier neue Dinger zu pflanzen. Dann gebe ich mal 2976 ein. Da waren wir, glaube ich, noch nicht, oder waren wir da schon? Das kann ich dir nicht sagen. Ich achte da nicht drauf. Du bist für die Navigation zuständig. Balboa Island. 2976. Dann versuchen wir mal. Da wäre aber jetzt mal wirklich. Wie soll man denn dann darauf kommen? Da fühle ich jetzt nicht so schwer. Ehrlich gesagt, ich habe den Code ja mal auch mal einfach so einfach eingegeben, ne? Weil ich halt gedacht habe, aber jetzt ist das auch grün geworden. So, 2786 Meter entfernt. Das ist ja voll weit. Ja, das kann ein bisschen dauern, aber da gehen wir mal als nächstes hin. Mal gucken, was das ist. Ja gut. Ich habe eine Fläche vergessen. Wie kann ich nur? Na, gucken wir mal. Wie kann ich nur? So, dann. Warum habe ich jetzt schon wieder keine Kartoffeln? Ach, da sind keine Platten drin, mein Gott. Brauchen mehr Kartoffeln. Wir brauchen mehr Kartoffeln. Dann weißt du, warum wir mehr Kartoffeln brauchen? Wir haben mehr als genug Kartoffeln. Dann weißt du, warum wir mehr Kartoffeln brauchen? Weil wir gerne Pommes essen. Richtig. Und weil wir Deutsche sind. Ja. Ich meine, wir mag nicht Kartoffeln. Du sagst das jetzt hier so, aber ich glaube, ich kenne niemanden, der nicht Kartoffeln mag. Irgendwie. Wenn es jemanden gibt, der keine Kartoffeln mag, schämt euch gefälligst. In irgendeiner Form, irgendwie, keine Ahnung. In jeder. Also entweder als Pommes oder als Kartoffelchip. Ja, genau. Genau wie Hühnchen, habe ich auch noch nie gesehen, dass das jemand nicht mag. Das ist wahr. Ah, jeder sollte Chicken mögen. Ich lege noch ein paar Kartoffeln auf den Grill. Oh, ich habe hier noch Hähnchenschenkel. Hähnchen.
Ich sollte mir irgendwann noch einen Grill hinsetzen. Jetzt, damit wir überhaupt nicht mehr verhungern. Ich esse mal eine Suppe. Ah, ja, genau. Ist die Suppe fertig? Ich nehme auch mal zwei Suppen mit. Mit für die diese große Reise. Also trinken habe ich genug, habe ich in Form von Ananas und von Wassermelone. Ja, dann gehen wir mal kurz dahin. Sollen wir die Würfel mitnehmen? Was gab es denn da, was wir noch kaufen können? Naja, wir könnten mal gucken, was wir noch von Level 3 Dinger noch kriegen können. Das könnten wir nachgucken. Ich nehme ein paar Palmblätter wieder hier rein. Ja, Federn habe ich noch, die tue ich ja direkt mal in die Presse rein. Nein, so. Warum habe ich noch zwei Kartoffeln bei mir? Wie viel ist die Batterie noch? Die ist noch fast voll. Okay. So. Schrott. Das können wir da auch rein. Schrott können wir mal gebrauchen. Ja. Ja, Schrott habe ich auch gerade reingetan. Nicht rein. Im Lager, okay, ich wollte schon sagen, ich dachte in die Presse. Nein. Nein, warum soll ich Schrott in die Presse tun? Das brauchen wir ja im Moment ganz häufig. So, dann gehe ich schon mal zur Insel ein bisschen. Warte, ich komme sofort. Lass mich noch eben Kartoffeln mitnehmen und mir was. Oh, ja, gut, okay, trinken wir auch nicht wirklich. Ja, trinken hätte ich vielleicht mitnehmen sollen. Ich hätte mal Melonen und die Kokosnüsse, die ich mal da finde. Ja. Yeah. Ja, habe ich ja auch. Ich habe die Müllwürfel vergessen. Na gut, ich warte hier eben. Ich kann ja schon so ein bisschen auskundschaften. Also ich glaube, dass der Handelsposten, glaube ich, gar nicht mal so. Hat dich der Ei schon wieder angeknuspert? Ja. Ich habe jetzt aber auch gerade keine Lust, mich mit dem anzulegen. Dieses Mal nicht. Ich nehme alle Dinger mit. Ist ja noch einer drin? Nö. Ich weiß nicht. Irgendwie verspüre ich heute nicht so den Drang, Haie zu töten. Ist da auch wieder was Neues? Das könnte der Master krank sein. Das und vieles mehr sehen Sie in der nächsten Folge. Okay, nein, Mann, ein Witz. So, oh, mein Speer ist fast kaputt, sehe ich gerade. Okay, ich habe auch einen Netzwerfer wieder am Start mit 7 Schuss. Ja. Los, also falls wir hier was finden, ich fange es ein. Nein, zumindest versuche ich es. Du schaffst es. Die du. So. Dann schauen wir uns mal hier um. Was haben wir hier? Ich sehe irgendwo schon den Screecher. Ich sehe ihn nämlich noch nicht. Nee. Mein Gott, geht da hoch nach oben. Ja, gehen wir mal da hoch. Mal sehen, was wir da finden. Vielleicht finden wir hier irgendwo noch ein Dodo. Na. Weil ich will nicht lügen. Ein zweiter Dodo wäre nicht schlecht. Haben wir nur einen? Haben wir nicht auch schon mehrere? Nein, wir haben davon nur einen. Wir haben nur René als Dodo. Aber wir haben ganz viele Lamas. Und ich glaube, ich habe den Screecher gesehen. Ja, der flog gerade im Sturzflug. Ich merke gerade, ich habe noch 7 Pfeile. Da kommt er. Na, ich habe noch ein paar. Ich hatte eben geschossen. Aua. Ja, da wurde so getroffen. Das ist wahrscheinlich um die Ecke hier wieder ein Warzenschwein. Oh, da unten ist er. Hat getroffen. Getroffen. Nein, daneben. Aua. Ich riskiere lieber nicht. Ich habe nur 6 Pfeile. So, schon wieder da unten. Ich suche mir Schutz. Boom. Haben wir getroffen. Da glitscht er durch den. Ja, lassen wir mal. Ich war lieber, bis er landet. Ah, das ist was, ein Schwein. Aber ich bin gleich tot. Da will ich lieber abhauen. Ich bin tot. Nein! Rückzug! 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 Dieses verdammte Warzenschwein! Wenn ich wieder fit bin! Dann schnappst du den, ne? Ja, dann schnall ich mir den, dann schneide ich seine Haut ab und verkaufe es auf, genau. Okay. Ja, jetzt noch was, ist klar. Ich sehe nur so rusch, 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 rusch. Niro. Ja. Sind wir gleich da? Nee, ich
Das gar nicht wo ist. Wo war denn noch mal? Da. Oh Gott, die beiden Türme da. Die zwei Türme. Das ist dein Markenzeichen. Ja. Aus wie seine Brücke hier von Zelda hier. Die Brücke von Elden? Ja. Ich glaube, das ist sie. Wo soll die Smash Bros. Der Level gibt. Ja. Ja, das ist die Brücke von Elden. Denn aus Twilight Princess. Ein wirklich wundervolles Spiel. Ja, auch wenn ich es nicht durchgespielt habe, ein wundervolles Spiel. Daniro, was ist passiert? Was ist passiert? Wo sind sie? Wo sind sie? Wo sind sie? Da war ein Warzenschwein. Dieses Warzenschwein! Das Schwein hole ich mir jetzt! So, ich muss mir eine Lanze in Speer. Aber erstmal muss ich ein bisschen was trinken. Das heißt, indem erstmal Ananas futtern. Metall und. Alter, du Stück! Alter! So. Gork! Gork! Apropos, ich mach mal auch ein bisschen Heilsalbe. Pfeile kann ich vielleicht auch gebrauchen. Wo haben wir nochmal den Ton hingetan? Scheiße. Ist bei dem Ding, ist hier bei dem, bei den Schalen, bei den Suppen. Bei den Schalen, bei den Suppen? Verteilbaren, ja. Federn, ja, da sind Federn. Mal 8-mal Ton. Und ein paar Eier. Und dann machen wir Heilsalbe. So, dann machen wir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So. Alles klar. Ich heile mich eben. So. Perfekt. So. Alle Kupfer waren geschmolzen. Wieder was erledigt. So. Habe ich jetzt einen Speer, einen Bogen könnte ich mir auch noch. Na, ich hab noch einen. Also, ich verstehe, aber jetzt weiß ich, warum das Warzenschwein mich platt gemacht hat. Mein Bogen ist kaputt gegangen. Aber ich habe noch einen zweiten übrig gehabt. So, jetzt gibt's Rache. Na voll hier, ich glaube es hakt. Er hat ja einfacher Bogen heißt, nehme ich mal an, irgendwann gibt es auch einen besseren Bogen. Bestimmt. Er hat hier nur einfacher Bogen heißt. So. Ja, komm, wir gehen jetzt wieder zurück auf die Insel. Ich glaub, es hackt. So, ich bin wieder voll equipped. Ich auch. Ich habe Kartoffeln, ich habe Heilsalbe, ich habe noch mehr Kartoffeln, ich habe Ananas und ich habe Wassermelonen und Pfeile. So, ich muss noch mal kurz einen Schluck trinken. Ja. Vielleicht noch einen Schluck mitnehmen. Mhm. Nicht nur in Resident Evil. Mein Gott, ich bin überall voll. In Resident Evil, da war ich ja Chris Redfield. So. Ich laufe gegen Wände. So, versuch nochmal zwei. Na. Und Hunter. Und alles andere, was mich töten könnte. Wenn man letztens irgendwie so ein Playthrough von Resident Evil 1 für die, ich glaube Sega war das, da hatten sie ja echte Schauspieler und so. Ja. Aber jedes Mal, wenn ich mir dieses Intro ansehe, da frage ich mich doch immer wieder, wieso haben diese Menschen eigentlich noch keinen Oscar bekommen? Ja, das Voice Acting war ein bisschen hart. Irgendwie, da war irgendwie so eine Szene irgendwie, boah, wie hieß die nochmal? Diese eine Frau, nicht Jill, hier die andere. Rebecca? Ich glaube Rebecca. Und irgendwie so, keine Ahnung, die ist irgendwie den Raum so eingegangen, so, oh, Chris, hallo, ich bin's, Rebecca. Und dann sagt Chris irgendwie sowas so, Rebecca, bist du das? Ah, ich kenne die Szene. Ja, das ist so, was? Hello Chris. Das ist eine Konversation. Hello Chris, it's me. Oh, Rebecca, is that you? Also, oh, das ganze Spiel irgendwie so.
Ja, ich kann da davon wunderbaren Let's Player vorstellen, der das Spiel für die PS1 gespielt hat. Ich kann dir das, das nachher mal schicken. Das ist überhaupt kein Problem, weil er spielt dann nämlich die PS1-Variante, die so dermaßen lustig ist. Ist er auch mit so Schauspielern? Mit echten Schauspielern? Das ist die PS1-Version, also wirklich das Original Resident Evil 1, das ist mit den Schauspielern. Also ich dachte, da wäre noch bei der Sega irgendwie. Nein, das ist das Original PS1-Spiel. Was hat Warzenschwein? Super geil. Das haben wir doch gerade getötet. Was? Hast du nicht mitgekriegt? Nee, der hat dich doch getötet. Ist er auch gleichzeitig gestorben? Nein, ich hab's vorhin getötet. Ich bin hier gerade oben beim Screecher. Also. Na, wo bist du eigentlich? Ich bin noch höher. Warum bist du noch höher? Keine Ahnung, ob ich ihn besser treffen kann. Irgendwie kommt er nicht auf mich los. Weil die ganze Zeit mich fixiert hat, die Sau. Außerdem ist er dunkel, ich sehe nichts. Ich habe Angst, ich kann ihn nicht hören. Es ist so dunkel hier unten. Aber mich kriegst du nicht klein, Screecher. Ich habe Heilsalbe. Ich kann mich heilen. Du nicht. Der landet. Da bist du. Hi. Sprungschuss. Und er ist tot. Yes. Ja, wuff, da kommt er runtergerollt. Fang ihn. Ich habe ihn. Oh nein, ich habe ihn noch nicht. Ich kann ihn nicht looten irgendwie. Weil ich kann ihn auch nicht. Ich kann ihn auch nicht vernünftig looten. Der rollt mir zu viel. Okay, beruhigt. So, danke. Ich habe ihn. Ich konnte ihn gar nicht looten. Ich habe ihn gelootet. Keine Sorge. Ich habe auch das Warzenschwein vorhin gelootet. So, ich habe eine Lederweste an, merke ich gerade. Nimmst etwas weniger Schaden als ich, weil ich keine Lederrüstung mehr trage. So. Aber ich weiß ja nicht, ob du es mitbekommen hast, dass ich in letzter Zeit sehr viel Smash Bros. Brawl gespielt habe. Habe ich ehrlich gesagt nicht mitbekommen. Ich habe nur gesehen, wie du Dings hier. Xenoverse gespielt hast. Hier ist ein Lama. Ja, das ist ein Lama. Davon haben wir genug. Von Lamas haben wir genug. Ja. Ja, ich habe jetzt nämlich auch neulich gesehen, Future sage, dass das zweite DLC ist unterwegs. Habe ich was von gesehen, ja. Ich bin gespannt. Hier ist ein Dodo. Das ist ein Dodo. Geht's da irgendwie um die, da geht's irgendwie um die Gottheit der Zerstörung oder irgendwie sowas? Habe ich so gesehen. Und um Jiren. Oh. Ich gehe mal zum Handelsposten. Ja. Ich kann fast nichts sehen, es ist so fucking dunkel. So, hier mal wieder eine Kiste. Ihr habt daneben geschossen. Nein. Hast du noch Munition dabei? Ich hab noch 6 Schuss. Boah. Ich hab schon wieder daneben geschossen. Es ist so fucking dunkel und der ist so fucking schnell. Na, explosive Dinge haben wir ja noch, glaube ich. Ich hab ihn. Ja. Na. Na, guck mal, was wir hier noch kaufen können. Rang 3. Warte mal, so, wir haben 14 Müllwürfel und 30 Handelsmünzen. Boah, 30 Handelsmünzen? Was ist denn das Wichtigste, was wir brauchen? Ich gehe mal ganz nach oben. Was ist denn Trading Post Kassette? Aua! Wo eine Baumplan für eine Feldflasche. Da, stimmt, die brauchen wir. Oder ein Taucherhelm. Den Taucherhelm? Ja, den Taucherhelm, den brauchen wir. Ja. Brauchen unbedingt den Taucherhelm. Haben sie aber nur einen. Dann musst du halt erstmal tauchen alleine. Ja. Sonnenbrillen gibt's auch. Sonnenbrille. Das könnte ich auch gebrauchen. Ich wäre dann für eine Feldflasche noch. Na, nein, jetzt. Scheiße. Jetzt habe ich den Dodo fallen lassen. Nein, ist er weg. Ja, er ist weg. Na, so. Er läuft hier noch bei mir rum. Muss ihn irgendwie. Komm jetzt halt einfach. Naja, ist egal. Also jetzt 3 Schuss verschwendet, aber wir finden irgendwo noch mal ein paar Pufferfische. Dann geht das schon. Und der eigentliche Grund, warum ich sowieso hier hoch wollte, ist die Kiste, die hier oben ist. Oh Mann, Schrott, und den kann ich nicht mitnehmen. Ziemlich luftdicht. Luftdicht, ja. Ist das von dem Taucherhelm? Ja. Wie sieht er aus?
Ich weiß nicht, wo du bist. Bist du noch beim Handelsposten? Ich bin da oben, ja. Ich komme zum Handelsposten. Ui. Ja, da ich geh jetzt wieder runter. Ich gehe jetzt auf die andere Seite. Hey, wie geht's? Oh mein Gott, du siehst aus wie der Zyklop aus SpongeBob. Ausgezeichnet. Hier. Nett, warte, ich lass mich eben die Kartoffeln futtern, dann nehme ich dir den Taucher. Warte mal, komm, gehen wir erstmal zur Insel zurück. Zur Insel zurück, zum Floß zurück. Ja. Kannst du mir den Taucher eben geben? Ja, ich gehe erstmal hier oben hin. Ist auch noch was. Da oben ist nichts mehr. Ich habe schon alles gelootet. Ja. Ja. Da war nur eine Kiste oben. Habe ich schon eingesammelt. Denk doch an alles. Es ärgert mich gerade so ein bisschen, dass ich jetzt gerade 3 Schuss mit meinem Netzwerfer verschwendet habe und auch mein Netzwerfer geht tatsächlich kaputt. Nein. So. Der Dodo ist einfach verschwunden, als du das fallen gelassen hast. Ja, ich wollte noch rote Beeren einsammeln, aber da leider dieselbe Taste ist zum Aufnehmen wie zum Fallen lassen der Tiere ist. Ja. Du weißt, was ich meine. Ja, ist genau wie mit wenn du einen von uns schleppst, ja. Mhm. Und du willst die Tür öffnen. Ja. Nimm nur links ist das Floß. Ich nehme noch die Bäume damit. Ja, ich nehme noch diese Wassermelone hier mit. Irgendwo noch ein Baum. Einer? Hm? Ja, ich mache ja. Meldet sich einer freiwillig? So, okay, geh mal. Das ist ein Lama. Ich gehe wieder zurück. Nein, warte, hier ist noch ein Baum. Palmsamen brauchen wir nicht wirklich, davon haben wir mehr als genug. Okay, ich probiere gerade mal einen Tauchhalm aus. Ja, warte, ich probiere gleich mal aus. Oh ja, da tust du sehr, sehr viel länger unter Wasser überleben, habe ich so ein Gefühl. Oh, geht das sehr ist lange. Super. Ich weiß noch nicht, ob der kaputt gehen kann. Das ist wahrscheinlich wieder. Obwohl, das ist eine Kopfbedeckung. Kopfbedeckung gehen eigentlich. Kopfbedeckung. Wenn die nicht kaputt geht, dann würde ich mir auch einen holen irgendwann. Ja, das wäre nicht schlecht. Aber wenn der kaputt geht, dann ja. Dann leg mal den Taucherhelm mal irgendwo hin. Ja, ich tu den oder nicht. Hallöchen. In die ganz rechte Truhe tue ich den hier rein. Okay, dann setze ich mir den mal auf. Natürlich kann man wahrscheinlich nicht, ne? Nee. Muss nicht. Ich habe keinen Platz mehr. Warte, ich setze mir mal auf. Weiß nicht, was das jetzt ist. Na gut. Ach, ich kann es gerade nicht machen, weil ich keinen Platz habe. Du musst auch deinen anderen Hut absetzen, ne? Ja, ich weiß. Aber ich habe gerade keinen Platz im Inventar. Das ewige Problem. Ich tue schon meinen Anker lichten, ja. Und schon mal in Richtung den 2500 Meter Entfernung Dinge ja machen. Wo bist du? Kannst du mich sehen? Ich bin ganz oben. Ich muss jetzt mal gucken, wo wir hier hinsteuern müssen. Wo bist du? Der Zyklop. Hinten hängt so ein Rohr aus, da sieht aus, als hättest du so ein Pferdeschwanz. Ich bin stylisch. Und jetzt gehe ich in die Badewanne. So, ich muss jetzt mal wieder gucken. Ah, ist das ein Leben? Und die Kamera schwingt nach links, ohne dass ich irgendwas mache. Ja. Okay, wir gehen in die falsche Richtung. Wir sind, glaube ich, an die Insel genau vorbei. Super. Ja. Hervorragend. Einfach nur hervorragend. Gegartes Fleisch schmeckt besser. Ach nee. Hättest du das gedacht? Okay, jetzt sind wir 2800, egal. Wir sind irgendwie auf Kurs, glaube ich. Auch wenn wir uns gerade nicht bewegen. Irgendwie auf Kurs, das ist gut. Ja, geh weg von der Insel. Alter. Geh da runter. Wo stecken wir denn hier fest? Nirgendwo. Weiß ich nicht. Die Platten hier stecken fest.
unser Floß ist so breit. Wir sind zu breit. Wir sind nicht nur zu breit für die Polizei. Okay. Wir sind zu breit für die Insel, Alter. Na gut. Ja, wir sind irgendwie auf Kurs. Wir sind irgendwie auf Kurs. Hervorragend. Bitte ausgezeichnet. Nicht, bitte, nicht so. Bitte nicht das Segel ändern. Ich ändere gar nichts. Ich behalte nur den Tauchhelm, aber ich setze mir jetzt wieder mal meinen Screenshot-Kopf auf. Okay, sind unsere. Ja, ich hab noch zweimal explosives Pulver tatsächlich. Gut. Ja, also, ich tue auch mal in die Box, wo halt die Kupferbahnbaren, Glas und Metall und die Titanbahn sind, tue ich auch mal die Bolzen rein, wenn ich gefunden habe. Oh. Ich habe ja auch noch den Warzenschweinkopf. Und noch ganz viele Federn. Oh, da ist noch ein Müllwürfel. Ich habe noch einen Müllwürfel. Kommt sofort in die Kiste. So, alle Kupferbarren geschmolzen. Haben wir überhaupt jetzt noch was zum Schmelzen, außer den Seetang? Nur noch den Seetang. Dann fangen wir an. Ja, machen wir eben mit Leder wieder rein. Dann müssen wir jetzt einfach warten, bis wir das erreichen. Dann hoffentlich passiert wieder was Cooles. Mhm. So. Dann holze ich mal ja alles ab. Mach mich vielleicht schon mal so auf, noch ein Ding hier hinzustellen. Ja. Mein Gott, wir spielen das seit 27 Minuten. Ich habe das Gefühl, wir sind schon eine Stunde hier dran. Was? Wir nehmen doch erst seit 27 Minuten auf. Das ist ja eine kleine Insel. Hier kommt so vor, als würden wir schon eine Stunde hier spielen. Wir eine ganze Insel schon erkundet haben, also ganz erkundet, also. Ja gut, okay, wir haben halt nur das Nötigste erkundet. Wir haben einen Warzenschwein getötet und wir haben einen Screecher getötet. Ja. Ich hab Dodo verloren. Und also viel erreicht haben wir auf der Insel nämlich nicht. Dann gehen wir noch hier hin. Nicht so, Ernst ist wieder fertig. Was hältst du eigentlich mal von Stardew Valley? Das war auch ein... Hatte ich auch mal überlegt. Hast du mal überlegt? Ja. Hatte ich mal überlegt. Aber da will ich auch schon seit sehr langer Zeit spielen, aber irgendwie kam ich nie darum, irgendwie. Das sieht auch lustig aus. Da tun wir Palmblätter rein. Na, nein! Dieses Miststück! Eigentlich kann man das alles hier rein tun, ne? Ist doch genug Platz drin, ne? Hat das Teil Wasser? Ne, das Teil braucht kein Wasser. Ich tue mal alle schmelzbaren Sachen hier in eine große Kiste. Oh, die Batterie ist leer. Nein. Ich habe eine leere Batterie und das Teil braucht Wasser. Könntest du ein paar Batterien herstellen? Kann ich machen. Ich versuche gerade herauszufinden, was ich mit dieser Kiste hier mache. Welcher? Ja, ich hab eine Kiste gerade abgerissen. Ich habe einfach alles hier in eine Schmelzbox getan. Mhm. Jetzt weiß ich nicht, was ich mit der hier machen soll. Keine Ahnung. Hier. So, jetzt mache ich noch ein paar Kartoffeln. Irgendwann werden wir schon reintun. Da noch ein paar Kartoffeln, hier noch ein paar Kartoffeln, hier noch ein paar Kartoffeln. Ja, wie gesagt, ich brauche halt noch eine Batterie für einen meiner Sprinkler. Ja, ich bin gerade meine Sachen ja erstmal wieder am Sortieren. Ja. Ich kümmere mich jetzt gleich noch eben um die Tiere. Oh, irgendwie hab ich das Gefühl, die kommen mal wieder viel zu kurz. Was? Ja. Gehe so gar nicht. Nägel, oh Nägel, wo hab ich die denn her? Oh Nägel, wo hast du die denn her? Komm, steh her. Klaut. Was? Also Klaut! Die habe ich in Fass gefunden, nehme ich an. Das bestimmt niemanden gehört hat mehr. Also Klaut. Oh Gott. So, dass du Klaut hast. Dieb. Alter. Ja, die können dich schon wieder hier alles weggefräten haben. Die Tiere, ihr seid ganz schön gierig.
Ich, wenigstens bringt ihr alle, macht ihr alle eure Arbeit. Der Sprengler ist leer. Die Batterie davon ist leer. Ja, ja. Wäre ganz reizend, wär, wenn du mir eine Batterie machen würdest. Schrott, Kupferbahn und Kunststoff. Wir haben alles genug. Aber ein paar mehrere. Und dann einfach dann reinstecken. Ich weiß nicht, ob das Teil dann Wasser braucht, aber kannst du auch ganz, ganz einfach Salzwasser rein tun. Es zählt dann wirklich auch als gegossen. 1, 2, 3. 3 Batterien. Nein, bleib hier. Bleibst du hier. So. Alle Batterie reingetan. Sehr gut. Braucht das Teil auch Wasser? Oder nicht, ich guck grad. Ja, das Teil braucht Wasser. Wo erkennt man das? Hier an dem Ding, ne? Aber beim Motor, bei dem Motor erkennt man, da ist auch irgendwie so eine Leiste. An der Ecke, da siehst du, wie viel da drin ist. Ja, aber wie gesagt, ich hab die Teile wieder mit Wasser befüllt. Ja. Ich hab die schon ein paar Hand gegossen, hier die anderen Flächen. Ja. Alles klar, wunderbar. So. Ich werde noch was. Oh, Essen. Hier habe ich die Batterien, ne? Ja. Ich hoffe, die kann man irgendwann wieder aufladen. Ich war die ganze Zeit die verbrauchten Batterien hier auf. Ich hoffe, die kann man irgendwie wieder aufladen. Hast du Hunger? Ja, ein bisschen. Hier, ich habe hier noch ein Stück Fleisch auf dem Grill. Nimmst du ruhig. Ich versuche gerade hier zu gießen für die Tiere, aber ist alles noch da, ne? Das habe ich gerade gemacht. Okay. Dann gucke ich noch mal, ob wir auf Kurs sind. Tu den Glibber hier noch machen. Ja, ich kann mich da auch gleich drum kümmern. Ich habe gehört, hier ist irgendwo Fleisch. Boah. Ja, nimmst du ruhig. Das eine habe ich gegessen. Falls du noch was brauchst, da sind auch noch Kartoffeln. Ah, da war von dem Dings her, von dem Bartenschwein. So, ich hab auch noch gegarte Kartoffeln. So, ich tue mal die Ananas wieder rein. Ich habe keinen Platz mehr, um die Ananas und um die Wassermelone da hinzustellen, weil diese Kiste voll ist. Die Kiste ist voll, ich kriege einen Knall. Okay. Sind wir noch 2300 entfernt. Da kann auch ein bisschen dauern. Ich habe gerade nichts zu tun. Aber immerhin sind wir schon am Meer. Ja. Ja, und müssen nicht 1000 Kilometer bis zum Meer, weißt du? Mein Gott, gleich alles geschmolzen. Die Bäume sind auch schon wieder gleich fertig. Oh, geil. Oh nein, nicht ins Loch fallen. Ein Würfel. Ja, ich habe so leider keine Materialien mehr. Ja, außer einmal Schrott. Ja, ich auch nicht. Aber das bewahren wir ja auf. So. Also mein Inventar ist relativ leer. Also ich habe jetzt noch 13 Plätze frei. Ja. Ja, meins auch. Ich tue die ganze Zeit hier. Hier sind Kartoffeln fertig. Ja, die ganze Zeit schmelzen. Vielleicht haben wir nichts mehr zum Schmelzen. Boah. Wir haben fast keine Materialien mehr. Ich tue mal die Heilser mit deinen, wo die Suppen drin sind. Damit wir uns daran auch so ein bisschen heilen können. Ich weiß genau, was ist das denn für ein Vogel, der dahinter hinter einem Schild guckt, aber was du mit deinem Vogelkopf. Das war ich mit meinem Vogelkopf. Oh, mein Vogelkopf in Ruhe. Nur mal sehen, ist die Batterie. Die Batterie ist noch nicht leer. Wir gehen ganz langsam drauf zu, aber wir gehen drauf zu. Ja, immerhin gehen wir drauf zu. Aber das wird bestimmt noch so ein paar dauern, bis wir da ankommen. Meinst du? Ja. aber ich mache mir jetzt erstmal noch ein Smoothie. Willst du auch ein Smoothie? Nö, eigentlich nicht. Was? Was? Guck mal, ob ich noch so einen Motor herstellen kann, ne? Irgendwie muss das doch gehen, ja.
immer müssen, Busi. Ja, aber bestimmt genug Sachen. Findet man das Ding überhaupt? Ja, ne. Ja. Da brauchen wir eine Leiterplatte, Planken, Metallbahn, dann haben wir doch alles. Leiterplatte. Dafür brauchen wir Kunststoff, Kupferbahn, haben wir doch alles, mein Gott. Wie viel brauche ich? Eine Leiterplatte. So. Da kriegen wir auch noch einen. Auf da draußen zu hupen, ey. Mach mal nicht so viel Lärm hier. Oh, das Teil ist ja schon fertig. Leiterplatte. Zwei Kupferbarren. Mehr als genug. Kunststoff. Auch mehr als genug. Boom. So. Dann haben wir mal 5 Metallbarren. Haben wir auch. Aber da gehen ja die ganze aber auch langsam so ein bisschen aus. Haben wir nur noch. Deswegen will ich das nicht unnötig einsetzen. Aber es ist ja nicht unnötig. Ich habe Überreste bekommen. Alles klar. Ich hab genau gekocht nach dem Rezept. Ja, anscheinend nicht. Ne. Ah nee, ich habe was verwechselt. Ich brauchte 2 Kokosnüsse. Kokosnüsse und eine Ananas und hab statt einer statt 2 Kokosnüsse noch eine Wassermelone hinzugefügt. Was soll ich noch mit der anstellen? Gordon Ramsay, was hast du da gerade gesagt? Gordon Ramsay wird sich in sein Grab umdrehen. Moment mal, Ramsay lebt doch noch. Das ist nicht der Punkt. Halt. Wie kannst du es wagen? Na warte du! Na, wo platziere ich denn den Dings hin? Hier, nehme ich an. Rüsch! Muss ich mal das hier umplatzieren irgendwo? Gras sprießt und alle Tiere sind glücklich. Nee, oh, Hallöchen. Ah. Ich stehe gerade schon vom bedeutendsten Lama aller Zeiten. Wer braucht da den größten? 1, 2, alles sind bereit, aber ich will jetzt gerade. Ich habe jetzt gerade nicht das Verlangen, irgendwie zu scheren, weil wir, ehrlich gesagt, genug Wolle haben. Ach komm, ich mach's trotzdem. So, machen wir das hier. Wo seid ihr? Da. Hab ich doch, wenn ich das so mache. Ah, oh, perfekt. Boom. So. Das ist der dritte Motor. Oh mein Gott, ey. Was soll man denn überhaupt damit machen? Komm doch nicht damit vorwärts. Das wäre eine große Insel. Schon wieder? Okay. Das ist wirklich eine große Insel. Große Insel voraus. Steuern wir überhaupt darauf zu? Hilfe, ich dachte, ich steckt fest. Geht immer noch nicht. Ich bin der König der Welt. Hier wird man Nero niemals finden. Geht immer noch nicht. Springen ist. So, dann sehe ich wieder ein Geier. Das packen wir. So, da sind wieder die Bäume fertig, ausgezeichnet. Ausgezeichnet. Die ganzen Planken wieder zurückbekommen. Ausgezeichnet. Boah, und die Ernte ist auch schon fertig. Boah! Natürlich ist die Ernte schon fertig. Ich meine, ich kümmere mich ja drum. Und mal sehen, wie sieht's denn mit den Tieren aus? Hallo Tiere, seid ihr alle noch gut versorgt? Ihr seid noch gut versorgt. Habt ihr Lust auf eine Party?
Nein. So frustrierend. Ich kriege immer nur 4 Samen zurück, obwohl ich ja 5, wo ich ja 5 Bäume abreiße. Hm. Ich muss immer eine extra noch aus der Tasche hier holen. Da direkt das ganze Ding. Was mit dem Glibber ist, der fertig? Ich weiß nicht, ob der Glibber fertig ist. So. Sind auch keine Blumen drin. Rein damit. Nein, ich wollte nicht. Boah. Bleh. Hier ein damit so. Habe ich noch irgendwie was Unnützes? Ja, stimmt, ich habe die Wolle noch, die muss ich ja noch ablegen. So, meine Axt, Schrott und Bolzen haben wir noch, ne? Ja, also ich habe ein leeres Inventar, also jetzt mit abgesehen von dem Zeug, was ich jetzt nicht mehr ablegen konnte, weil es weil die Lagerkapazität von diesen Gegenständen erschöpft ist. Ist, könnte man das so sagen? Was meinst du hier? Unser Lager? Ja, ich rede jetzt hier von Wassermelonen und Ananas. Die kann ich nicht ablegen. Also, weil die Truhe voll ist. Ja, ja. Ja, nimm noch welche mit. Ich nehme jetzt immer welche mit. Ich hab noch 4 Stück dabei. Gehen wir mal essen und trinken. Ja, so. Aber wenig essen, mehr trinken. So, wir haben nichts mehr zum Schmelzen jetzt übrig. Irgendwie fahren wir an der Insel vorbei. Ich habe so wirklich das Gefühl, dass wir an dieser Insel vorbeifahren. Ah! Ja, ich habe mich noch nicht darum gekümmert, um den Kurs. Na, kümmere dich um den Kurs, Hilfe, ich bin ins Wasser gefallen. Hilfe. Wow, mein Gott. Der Hai ist gerade für einen Moment in der Luft geschwebt. Das war ziemlich seltsam. So, und ich glaube, ich mache jetzt auch noch ein paar Smoothies. Und dieses Mal mache ich jetzt richtig. So. Wo ist die Insel? Da ist die Insel. So. Müssen wir da anhalten unbedingt? Brauchen wir gerade irgendwas? Ja, wir brauchen immer was. Müllbeutel. Nicht mal Müllwürfel. So, 1935. Ja, Müllwürfel. Müllwürfel kriegen wir jetzt nicht unbedingt auf die Insel, aber. Na gut. Egal. Boah, Hilfe! So, diesmal habe ich ihn richtig gemacht. So. Da hier noch ein Ananas hin, da noch eine Mango hin, da noch Kokosnuss hin. Okay, lange. Nein. Du Miststück! Mein Gott, ist der weggezischt. Als du ihn getroffen hast. Als du ihn getroffen hast, der voll weggezischt. Nach hinten. So. So, jetzt brauche ich noch 2 Trinkgläser. So, gehen wir näher ran, ja, ne? Klar. Ah, guck mal da, diesmal mache ich es richtig, weil diesmal braucht es länger. Herzlichen Glückwunsch. Ich bin so klug. K-L-U-K. Ich meine K-L-U-G. Ja, bist du auch so klug wie ich? Nimm mal eine Schaufel mit. So, nichts mehr zum Schmelzen übrig. Nichts mehr zum Schmelzen? Das nee, ist aber alles, schade. Alles, was wir haben, ist geschmolzen. Wir bräuchten mal hier vom Kugelfisch, bräuchten wir mal wieder hier. Okay. Noch ein Stück. Ich komm nicht an ihn dran. Da sollten wir echt nicht so nah rangehen, weil das Ding dann immer umzudrehen ist voll nervig, das Floß. Aber ja. Wir dann immer da irgendwie festhaken. Jetzt habe ich die Kartoffeln wieder entfernt. Was mache ich hier eigentlich? So. Na, so reicht, ne? Na gut. Hey, Danilo. What? Wo bist du? Bitte. Hier. Bitte ein Smoothie. Nein. Hab keinen Durst. Kein Smoothie. Kein Smoothie. Essen. So,
So. So, und jetzt zeigen wir mal Manieren und bilden eine hübsche und ordentliche Schlange vor dem Bestelltresen. So. Aber. Nehmen wir mal ein paar Melonen mit. Oh mein Gott, ist das schön geordnet hier gerade. Boah, ist das geordnet? Ist es so schön geräumig? Ja, von all 20, ey. Meine Güte. Das ist schön, ne? Ja. So, da mal rein da. Oh, der Hai ist tot. Cool. Ich hab nur zweimal zugestochen. Müsste ich ja irgendwann jetzt mal auch so langsam mal sicher ein Achievement geben, wo ich 30.000 Haie getötet habe? Ja. Hatten sich eine Ziege. Ziege brauchen wir nicht. Sie läuft den Berg hinauf. Als würde der Berg ihr gehören, ey. Ja, Bergziegen. Nie davon gehört. Die beste Bergziege gewinnt. Und sagt man auch in Mario Party 3 zu einem Minispiel. Die beste Bergziege gewinnt. Also diesen Taucher, kannst du ja jetzt, wo der Teil tot ist, mal kurz runtergehen, tauchen. Tatsächlich, ja, warte. Nimm mal die Flossen mit, diesen Flossen sind auch da. Oh ja, hi. Moment mal. Moment mal, diese Ziege da sieht ganz anders aus. What? Tut sie das? Ja, irgendwie sieht die ganz anders aus. Die sieht anders aus. Ich hab sie gefangen. Ja. Ja, ja, kann sein. Ja. Die Ziege sieht anders aus. Bring die mal zum Ding. Hier ist viel heller. Ich nehme sie mal mit. Ja, machst du das? Dann kann ich ja schon holzen. Ja. Und ich habe auch den Screecher gesehen. Pass also auf. Ja. Ich habe übrigens das Achievement bekommen, dass ich 10 Tiere gefangen habe. Ausgezeichnet. Mal überlegen. Wie nennen wir dich? Wie nennen wir dich, kleine Ziege? Ich werde ja wohl nicht wegrennen, wenn du am Fluss platzierst, ne? Nein. Erstmal werde ich sie mal umnehmen. Ich glaube, ich nenne sie Marvin. Das steppende Pferd. Marvin, die Ziege. So. Hey, 10 Tiere gefangen. Habe ich bekommen gerade. Ich auch. So, hier gehörst du jetzt hin. So, das viel Spaß. Du und ich. Der haut da einfach ab. Ja, ach stimmt. Ich muss die ganze Hai-Scheiße wieder ablegen. So, jetzt holt er seinen Stein. Du und kommst klar da drüben. Natürlich ist das Wartenschwein auch genau hier. Okay, ich habe beide getriggert. Ja. Dann viel Spaß, du schaffst es. Ich glaube an dich. Da, mein Speer ist gerade kaputt gegangen. Nein. Nein. Ja, da kommst du nicht rüber, ne? Ich habe gar nicht losgelassen. Warum tut der manchmal? Alter, warum tut mein Bogen jetzt automatisch schießen, wenn ich einmal links drücke? Ich will ihn anspannen, aber der schießt schon direkt. Wie kann das wagen? Da, wo ist der Warzenschwein? Aber der ist rumgelaufen, ja. Nein, wie kann das wagen? Warte mal, ich habe da ein Speer hergestellt, oder? Ja, perfekt. Boom. Komm her. So, ich muss den Platz schaffen. Komm her, Pumba. So. Das stimmt, genau. Pumba ist ein Warzenschwein. Hast recht? Warzenschwein. Kein Wildschwein, ist ein Warzenschwein. Ist übrigens tot. Der Warzenschwein, ja. Sehr gut. Wer hat etwas Fleisch bekommen? Sehr gut. Gut, dann setze ich mir jetzt gleich den Taucherhelm auf, nachdem ich mir noch eben diesen köstlichen Smoothie go. Nein, das gibt's nicht. Was ist los? Die Batterie ist leer. Aber ich habe schon eine neue geholt. Und ich muss meine Smoothie-Maschine hin am Laufen halten. Die Smoothies müssen fließen. Und ich habe hier noch Palmsamen. Was soll ich denn mit der Scheiße? Also. Nein, ich muss mal kurz. Ich bin gerade in einer sehr dämlichen Position. Du musst mich vielleicht gleich retten kommen, weil ich jetzt hier gleich sterbe. Oh, Scheiße. Wo bist du? Ich komme zur Rettung. Und ich habe die Heilsalbe vergessen. Ich drehe noch mal kurz um.
Scheiße, wo habe ich das hingetan? Ah, da habe ich es hingetan. Alle durch, Daniro, ich komme. Aua! Dieser verkackte Hai! Hey, versteck dich irgendwo. Ich sehe den Screecher. Daniro, bist du doch da? Hallo? Warum liegt ein High Ground? Kann ich nicht kämpfen. Na ja, komm her. So, sorry. Ich habe mich schon gefragt, wo du warst. Ich wurde angerufen, tut mir leid. Okay. Hey, ich helfe dir gerade dabei, den Screecher zu erledigen. Ja, sorry, ich weiß nicht, ob ich das hier rausschneide oder nicht. Mal gucken. Ich habe mich noch nebenbei ein bisschen bewegt, bin zum Fluss zurückgegangen. Und ja, keine Ahnung, ich wurde gerade angerufen und muss kurz stumm schalten und so. Hat man ja nicht gehört, ne? Nee, das hat man nicht gehört. Ich habe mich nur gewundert. Oh, ich habe gerade herausgefunden, wenn man diesen Knopf über Tab drückt, dann kann man automatisch laufen. Naja. Ah, schön. Ja, da komme ich immer versehentlich drauf. Bin hier zum ersten Mal drüber gekommen. So. Jetzt haut er ab, der Screecher, die feige Sau. Komm runter, du feige Sau. Also man hat jetzt irgendwie nur gesehen, wie ich so stillschweigend hier jetzt noch zum Fluss zurückgegangen bin. Hm. Also ja. So, oh, da sehe ich dich. Oh Gott, so ein epischer Kampf. Ja, du allein auf dem Berg. Das Ding. Give up, Screecher. I have the high ground. Kann man das so sagen? Nein. Oh, da ist er. Boah, hol ihn dir. Boah, los, hol ihn dir. So, zwei Schüsse. Ja, ich wusste jetzt nicht, was ich machen soll. Ich war direkt im Kampf, ne? Ich wollte jetzt nicht einfach, ich wollte jetzt nicht irgendwie liegen lassen, ne? Da war ich auf jeden Fall tot gewesen. Muss ich mich erstmal in Sicherheit bringen. Ja, Wo ist er? Da ist er. Ich hab da gerade eine Ziege laufen sehen, und ich hab dich laufen sehen. Ey, du hast... Hey! Ja. Terminate Screecher Hunter. 10 Screecher erledigt. Nice! Ja. Ich hab noch nichts. Also... Kommst du her? Gibst du mir meine Pfeile?
Na komm, ich will auch noch ein paar Pfeile. Gib her. Alter. Alter. Boah, jetzt hab ich gar nichts bekommen. Boah, ich habe so viel Pfeile bekommen. Mein Gott. Ich habe auch nicht mehr so viel Schuss. Ich habe auch nur Pfeile. Das rote Licht hier an dem Felsen sah so bedrohlich gerade aus. Jetzt ist es weg. Sonnenuntergang, Lightning irgendwie so. Ehrlich gesagt, ich musste tatsächlich gerade die gesamte Heilsalbe verwenden, damit ich überlebe. Ich weiß gar nicht, warte so Probleme mit denen. Also ich finde die voll einfach hier auszuweichen und so. Nein, eigentlich ja schon, aber da hat er mich ganz blöde getroffen. Ich bin eigentlich die ganze Zeit in Bewegung, da werde ich irgendwie nie getroffen. Hat Warzenschwein hat mich nicht getroffen, der Screech hat mich nie getroffen. Ja, du bist auch einfach ein Ausweichkünstler. So, ich habe meine Schaufel mit. Hier ist eine Höhle. Ja, ich will trotzdem erstmal gerne zum Fluss zurückkehren. Na, mach du das. Ja, falls ich jetzt finde. Ich finde es nämlich gar nicht. Ah, ich sehe es. Was noch nicht, ob meine Schaufel reicht. Ich glaube, die Schaufel reicht nicht. Die ist nämlich fast kaputt. Ja. Ja. Ja, die ist kaputt. Die ist kaputt. So, erstmal Durst löschen. Aber alles. Ja. Wassermelonen sind Durstlöscher. Als Durstlöscher. Dann gehe ich mal wieder ganz nach oben. Weil als ich nämlich auf dem Weg war, um dir zu helfen, wurde ich auch wieder mal vom Hai angeknuspert. Und da war ich stillschweigend, ne? Ja, da warst du stillschweigend. Ich war ganz allein. Alter, du verdammtes Miststück! Nein! Nein! So. Nimm mal, die Ziege willst du ja nicht hier. Ich glaube, das ist eine normale. Ist halt echt eine spezielle. Ist halt echt eine andere Ziege. Ja, es war eine andere Ziege gewesen. Es war. Es war auf jeden Fall eine andersfarbige. Okay. Eine shiny Ziege. Oh. Shiny? Ja, ich meine, wir haben auch schon shiny Lama. Ja. Dann gibt es auch ein shiny Dodo irgendwo bestimmt. Dann müssen wir noch Bienen sammeln. Gibt's bestimmt shiny Bienen. Dann trainieren wir es bis Level 35, oh, weißt du, und dann wird es zu Dodri. Ja. Yeah. So, haben wir alles. Wir sind noch gar nicht nach ganz oben gegangen. Ne? Nein, wahrscheinlich. Nein. Ich weiß gar nicht, wie man da hochkommt, ehrlich gesagt. Ich kletter mich mal hier. Finden wir schon raus. Ich versuche mich hier so hochzuschieten, so Skyrim-mäßig. Skyrim. Okay. Da habe ich ein Jahr lang durchgehend gezockt, also nachdem ich rausgegangen ist. Weiß ich noch. Ein Jahr lang durchgehend. Ist irgendwie unvorstellbar irgendwie, weil nach einem Jahr könnte man meinen, man hätte schon alles gemacht in dem Spiel irgendwie. Ja, und dann kommt man zur Realisation, dass man es nicht getan hat. Nicht mal ansatzweise wahrscheinlich, ne? Ja. Ich dachte es mir schon. Kann ich mir irgendwie nicht vorstellen. Ich habe da bestimmt irgendwie den halben Tag immer gezockt. Irgendwann müsste ich doch mal. Ich glaube nicht, dass ich irgendwie ein ganzes Jahr gebraucht habe, um das Spiel durchzuspielen. Das ist irgendwie unvorstellbar. Aber irgendwie habe ich das geschafft. Wie kommt man hier hoch? Ich komme hier nicht hoch. Ich weiß es doch nicht. Hier ist kein Weg, der nach oben führt, ey. Hier muss es doch irgendwie einen Weg nach oben geben. Versuche mich hier die ganze Zeit hoch zu klettern. Hier ist ein Weg. Mein Gott. Hab ich neue Truhe hier, dann können wir wieder abhauen. Können wir dann schon wieder gehen? Ja, ja. Ist es schon wieder so weit? Okay. Suche ja noch. Da ist der Handelsposten, das heißt, da ist wieder die Truhe gleich. Nee, großes Lama, bitte nicht. Oh nein, die Tiere haben ja wieder kein Futter. Gott, meine Bären. Mein Platz ist fast wieder voll. Naja, keine Sorge, ihr bekommt jetzt ja alle wieder Futter. Na, damit ihr uns wieder schön Eier legen könnt und Milch. Bären. Melone. Ananas. Und da ist die Kiste. So, und Dings haben wir nicht genug. Müllwürfel habe ich auch gar nicht dabei. Haben wir sowieso nicht genug.
Ist noch eine Ziege. Wir Ziegen sind hier. So, wo ist das Floß? Muss ich erstmal wieder ein Floß finden. Meine Schere ist kaputt gegangen. Fuck. Meine ist noch irgendwo im Lager, glaube ich. Oder hast du die benutzt? Nein, ich hab meine benutzt, aber ich könnte mir sowieso eine neue machen. Das ist jetzt nicht das Problem. So, meinetwegen kommen wir ja weg. Okay, mal sehen. Materialien. Schon bedrohlich aus dem Floß vom Weiten. Ist jetzt eigentlich mal unter Wasser gegangen hier mit dem Tauchreifen? Bis jetzt noch nicht. Ich kam nicht dazu. Aber ich werde es natürlich auch noch machen, keine Sorge. Aber jetzt mal mache ich mir eine neue Schere. So, was haben wir denn hier noch? So, dann noch eben. Boah, eine volle Plankenbox wieder. Boah. So, und ich habe eine neue Schere. Ja, ausgezeichnet. So. Aber ich ziehe mich. Warte, ich ziehe mich mal eben um. Da! Nein! Nein! Nicht fallen lassen! Los nicht. Hup. Tada. Jetzt gehen. Warte mal, jetzt gehen wir mal runter. Hier war noch nicht. Warte. Bevor wir das machen, gehen wir erstmal schlafen. Erstmal schlafen gehen. Warte, ich muss mein Zeug noch einlagern. Ja. Deswegen tue ich. Warte mal, ich muss mal eben in meinen Schrank gucken. Ah ja, genau. Oh Gott. Da habe ich ja noch so. Noch das Beste drin war. Denn zu essen überhaupt. Hier. Bitte Pilzkuchen. Ja, weg. Mal sehen, was der Danilo in seinem Schrank hat. Er hat einen Pinsel drin. Wie? Guck dir einfach in meinen Schrank. Will ich niemals tun! Warte mal, ja. Nehmen wir einen Schweinskopf. 14 Schweine. Was kann tagsüber nicht schlafen? Ist Tag? What the fuck? Natürlich noch ein Steak hier draufpacken. Oh, hier sind ja gar keine Planken. Kannst du hier mal bitte Planken drauf reintun in die Grills? Jetzt genauso wie in den hier, in alle. Einfach mal. Hab ich alles gemacht. Jetzt gehe ich mal eben auf Tauchgang. So. War nicht so tief, ne? Weißt du, was beim letzten Mal passiert ist? Erinnere mich bloß nicht daran. So. Ich kann da noch ein bisschen nach. Ja, also, ja, wirklich, die Luft geht etwas langsamer runter. Aber ich glaube, dass man auch jetzt noch so eine Sauerstoffflasche braucht. Naja, muss ja das ganze Set haben. Hat er schon Schaden bekommen? Aber du wurdest noch nicht getroffen, ne? Wenn du ihn anhattest. Nein, der Taucherhelm ist eine Kopfbedeckung. Das heißt, der kriegt. Ich glaube nicht, dass der Schaden bekommt. Ne, der kriegt keinen Schaden. Ja, wurdest du dann getroffen? Bis jetzt? Ja, ich wurde schon vom Hai angeknuspert. Aber dann muss ich mir auch einen holen. Unbedingt. Aber wir brauchen dazu auf jeden Fall auch noch eine Sauerstoffflasche. Ja, aber. Und dann am besten auch noch die Drinks, die uns mehr Luft bescheren können, damit wir noch länger da unten sein können. Ja, aber dafür müssen wir auch erstmal hier die ganzen Inseln hier finden. Ja, ja. Sind wir ja gerade dabei. Ja, so. Aber erstmal muss ich diesen Hai erledigen, weil der mich übelst nervt. Ja. Der nervt mich gerade wirklich. Ich wollte jetzt noch die Bäume ab, dann können wir den Part beenden erstmal. Ja, warte, ich töte da dabei noch den Hai. Ja, du willst heute kein Hai töten. Hi. Soll ich dir was sagen? Ich habe gelogen. Und außerdem habe ich doch heute schon einen Hai getötet. Hm. Aber du einfach gesagt hast, du willst nicht. Das hier ist mein Zweiter. Na, vor allen Dingen, der gibt gutes Essen. Und einen Haikopf. Noch was da, womit wir unser Floß verschönern können. Muss es mal von der Seite aus sehen. So. Wie sieht denn hier aus?
gar nicht gut. So, und jetzt trinke ich jetzt die Milch. Das Wasser ist schon wieder hier so hoch mit den Wellen. Na, no, danke, ich muss da mal rein. So. Milch mitgenommen. Alter, dann bin ich mal raus. Mach die Tür zu. Mach die Tür zu. Na, was? Mach die Tür zu. Und wir wollen nicht, dass unsere Tiere entkommen. Das wollen wir nicht. So. Und dann melden wir mal ein paar Tiere, ne? Ja. Müssen wir wieder die Säge setzen. Ja. Wollen wir zu neuen Abenteuern. Und dann kommen wir mal. Ja, nein. Gut, dann sage ich Dankeschön fürs Zuschauen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder, wenn es heißt Raft. Ciao. Ciao.